Hi, ich bin Annika und ich arbeite im Projekt Zukunftswerkstatt der Bund Jugend Hamburg. Ziel der Zukunftswerkstatt ist es, Jugendliche aus Stadtteilen, die sozial benachteiligt sind, zu erreichen. Wir haben beim Projekt Klimarap zusammen mit Meshoud Khan gearbeitet. Das ist ein Rapper aus Hamburg, der in der Vergangenheit schon viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat. Und in diesem Fall haben wir das Ziel oder den Fokus natürlich auf das Thema Klimakrise gelegt und mit Jugendlichen an zwei Tagen erst einen Songtext geschrieben, gemeinsam und den dann danach aufgenommen. Genau, also was hat das für mich für eine Bedeutung, dass ich mit Jugendlichen arbeite? Ich finde halt, dass in sozialen Brennpunkten mehr getan werden muss. Ich meine, ich bin selber in so einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen und hatte selber keine leichte Jugend. Versteht man diese Jugendlichen noch viel mehr. Deswegen mache ich das mit Herz, weil mir die Jugendlichen wichtig sind und ich gerne helfen möchte, da wo halt die Politik wirklich nicht ganz ankommt. Der Grund, weshalb wir das Medium Rap genommen haben, ist einfach, dass wir festgestellt haben, dass wir mit vielen anderen Formaten Jugendliche gar nicht erreichen. Genau, das ist der Punkt, dass man halt anhand von solchen Projekten halt auch Jugendliche motivieren kann, sich für das Thema mehr zu interessieren. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir halt anhand von Rap den Klimawandel in die sozialen Brennpunkte vermitteln möchten und dass da auch mehr diskutiert wird, mehr darauf geachtet wird, weil der Klimawandel betrifft uns ja alle. Und in anderen sozialen Brennpunkten oder halt auch in Gegenden Hamburgs haben die Jugendlichen halt mit sich selbst zu kämpfen viel. Ne? Das heißt, die interessieren sich gar nicht für die Umwelt. Kann ich auch natürlich irgendwo verstehen. Man muss ja erstmal mit sich selbst klarkommen, bevor man sich für andere Sachen interessiert. Deswegen ist Rap halt wirklich so ein Zugang, dass man das im Unterbewusstsein auch einbringen kann an die Jugendlichen. Ne?